Jennifer hat bei der Krankenkasse angerufen und das war der allergrößte Fehler. So schnell wird sie das wahrscheinlich nicht mehr machen. Worum es genau geht, erfahrt ihr in diesem Video. Bleibt dran. Jennifer, du hattest einen Arzttermin und eine Reha-Zeit in Hessen. Genau, ja. Okay, es kombiniert sich vielleicht ja nicht ganz so gut. Nee, das stimmt. Also auf den Arzttermin musste ich halt schon super lange warten und genau in den Zeitraum kam leider die Reha. Ja, und Okay. den Wenn du den Arzttermin, Arzttermin verschieben könntest? genau, da hätte ich halt nochmal genauso lange warten müssen. Also ich hatte vorher schon eine sehr, sehr lange Wartezeit über Monate und da hätte ich dann halt auch nochmal mehrere Monate auf den nächsten Termin warten müssen. Okay, so ein Eingriff ist dann ja vielleicht auch was, worauf man nicht mehr ganz so lange warten möchte. Genau, auf Ja, jeden Fall. und zurückfahren, also hin und zurückfahren hättest du nicht Genau, also können? ich hätte auch mit dem Auto fahren können, aber das wäre halt viel zu anstrengend gewesen. Das sind ja 4,5 Stunden Fahrt, eine Ja. Strecke. Und eine Übernachtung wäre auch nicht möglich gewesen, weil ich ja, das aufgrund der Reha nicht hätte machen dürfen. Okay. Genau, ja. Und deshalb hatte ich dann bei der Krankenkasse angerufen und gefragt, ob es da eine andere Möglichkeit gibt, dass man vielleicht über einen Krankentransport zum Arzttermin gebracht werden kann. Und ja, hatte dann einfach angerufen und gefragt. Und die meinten erstmal so ganz plump, nein. Nö. Nö. Okay. Nö. Warum? Ja. Und ja, Witzig. ich habe dann aber nicht locker gelassen und habe gefragt, na wie, nö, also gibt es da nicht irgendwelche Ausnahmen oder so? Und die meinten, naja doch, bei Pflegegrad 3 oder einem AG in Schwerbehindertenausweis. Und da Okay. war ich natürlich überglücklich und dachte so, cool, ich habe beides. Du hast Habt ihr beides, das, na klar, dann ist ja, das Ding ja safe. genau, habt ihr das dann so gesagt? Und dann meinte sie, ja, nee, aber trotzdem nö. Wie? Trotzdem nö. Also, die hat doch Trotzdem gesagt, das sind nö. die Voraussetzungen und trotzdem sagt sie dann nein. Ja, ging trotzdem nicht. Ja, und dann wusste ich auch Was nicht ist das weiter denn? und habe erstmal aufgelegt. Ja, Ja. okay. Ja, gut, das ist ja auch irgendwie keine Diskussionsbasis, Nee. wenn die Fahrt dann so an Bedingungen geknüpft wird, du diese Ja. Bedingungen erfüllst und das dann nachher trotzdem heißt, so machen wir trotzdem nicht. Ist ja Ja. völlig. Völlig Ja. wahnsinnig krass. Ja. 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 Und ich habe mich dann natürlich erstmal irgendwie wieder fangen müssen und habe dich dann Ja. angerufen, ne? Und ja, der liebe Salomo meinte, ja, Jennifer, lass dich davon nicht runterkriegen. Schreib eine E-Mail. Ja, wir machen es einfach mal schriftlich, denn Ja. das ist immer verlässlicher als eine Ja. telefonische Aussage. Was haben Genau. die denn geantwortet? Ja, die haben gesagt, selbstverständlich, sie haben AG, sie haben Pflegegrad 3. Natürlich dürfen sie fahren und das ist noch nicht mal genehmigungspflichtig. Du hättest noch Also nicht mal fragen müssen. hätte ich nicht, nee. Das Das wusste ich nicht. heißt, du rufst da an und die Frau sagt, geht nicht, höchstens Ja. mit diesen Bedingungen. Und dann sagst du, Ja. ich habe diese Bedingungen. Dann sagen die, nee, geht trotzdem nicht. Und Ja. danach schreibst du denen und dann sagen die dir, sie brauchen gar nicht fragen, sie können einfach fahren. Ja. Wie geil ist das denn? Ja, Also, genau. liebe Leute, glaubt kein Wort, wenn die Krankenkasse mündlich was ablehnt, dann ist das meistens ein Indiz dafür, dass die es nicht schriftlich machen wollen, weil schriftlich wären sie, also schriftlich könnte man sie dann halt juristisch darauf festnageln, auf diese Falschaussage. Darum glaubt denen nicht, wenn sie mündlich was ablehnen, macht alles nochmal schriftlich, sagt denen, wenn die anrufen und das ablehnen, sagt denen, bitte schicken Sie mir das nochmal schriftlich. Ja. Genau, also mega krass, mega krass. Die Erfahrung haben wir aber auch tatsächlich gemacht, wenn die Krankenkasse anruft, ne? Also wenn die Krankenkasse bei uns oder bei unseren Klienten anruft und sich zu Hilfsmittelanträgen irgendwie erkundigen möchte, dann ist das nie, 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 nie irgendwie in eurem Sinne, dass die Krankenkasse da anruft, sondern die Krankenkasse ruft in dem Augenblick nur an, weil sie auf der Suche ist nach Ablehngründen. Ja. Das heißt, egal was ihr sagt, die Krankenkasse wird das wahrscheinlich aufgreifen, egal wie lächerlich der Grund nachher ist, aber die wird das, was ihr aussagt, was ihr dann am Telefon sagt, wird die aufgreifen und wird das dann dafür nutzen, das Ganze abzulehnen.
Ich sage jetzt nicht, dass alle so sind. Es gibt auch wirklich gute Sachbearbeiter bei Krankenkassen, aber das ist tatsächlich Meinst du? irgendwo der häufigste Fall, dass sie einfach nur anrufen, um Ablehnungsgründe zu finden. Und wenn ihr dann irgendwie unbedacht eine Aussage äußert, dann ja, müsst ihr dagegen erstmal wieder vorgehen und das Ganze wieder richtig stellen. Und das ist unfassbar viel Schreibarbeit. Darum mein Tipp: sagt den Menschen am Telefon, wenn die anrufen, ich habe gerade keine Zeit, machen Sie das bitte schriftlich. Und dann können die Genau. ihre Fragen schriftlich stellen und ihr könnt euch gut überlegen, in dem Augenblick, wenn ihr den Brief bekommen habt, wie ihr darauf antwortet. Ja. Würdest du das auch so sehen, Jennifer? Auf jeden Fall, ja. 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 Ja, gut. Das war unser kurzes Video diesmal. Einfach mal zu einem krassen, einfachen Thema, was alltäglich irgendwie vorkommt und was super viele Menschen einfach falsch machen. Darum wollten wir das einfach mal in Video aufnehmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hilft euch irgendwie auch diese Erfahrung, die ihr vielleicht auch schon selber gemacht habt, bestätigt zu fühlen. Und ihr, hoffentlich lernt ihr daraus und kommuniziert telefonisch nicht mehr ganz so viel mit der Krankenkasse. Lasst es euch gut gehen, euer Salomo. Tschüss.